So ihr Lieben, liebe Zuschauer, damit mal wieder herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Wir sind immer noch nicht fertig, natürlich nicht. Wir haben noch viel vor uns. Ich habe schon oft gesagt, was ich alles machen möchte und es wiederholt sich, aber trotzdem möchte ich nochmal aufzählen, was ich mir jetzt gerade spontan so aufgeschrieben habe. Und zwar hatte ich ja mal versucht, einen Cargo-Helikopter, einen Cargo-Bob zu klauen. Das ist gar nicht so lange her, weil ich das U-Boot nehmen wollte damit. Dann das U-Boot in den Alamosee schmeißen wollte und das Flugzeug von Meriwether suchen. Diese riesen Antonov, die da ja irgendwo im See liegen könnte. Ich weiß es nicht, aber die ist da reingeschmiert und ich wollte nachgucken, ob die da liegt. Und jetzt haben wir ja die Kohle, jetzt haben wir ja das Geld und die Bitches und können uns einfach so einen scheiß Cargo-Helikopter kaufen. Und das werden wir machen mit Trevor und dann mal nachschauen. Das werde ich jetzt machen. Da haben nämlich viele gefragt, ob ich das nicht so machen kann, übers Kaufen dann. Weil das ist ja gar nicht so lange her, da hatten wir es versucht, das hat nicht geklappt, also das machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich gern weiter so ein paar Firmen kaufen, die wir noch kaufen können. Trevor wieder die Haare schneiden, Golf spielen, Tennis spielen, die Minuteman-Sache machen, Rennen fahren, das Gefängnis mal erkunden und so weiter und so fort. Wir haben also noch viel zu tun, aber ich wechsle jetzt erst einmal auf den guten TT Trevor. Denn ich will ja mit ihm einen Cargo-Bob kaufen. Der ist gar nicht so weit weg, der chillt hier irgendwie am Strand oder so. Vespucci Beach ist der gerade am Eierschaukeln, oder was? Oder ist der bei... Nee. Someone ain't getting invited to my crystal party. The Split Kipper Fischrestaurant. Ew, what happened to this guy? Okay, ein Fischrestaurant. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? You're looking good. So, mal eben schauen auf der Karte. Da haben wir die, warte mal, die Flugschule. Kann denn eigentlich jetzt der gute Trevor auch einfach so auf dem Flugplatz? Ich glaube ja nicht, ne? Also wir haben mit ihm auf jeden Fall hier unten noch Josh. Wir haben da oben noch Marianne. Die kennen wir auch. Randall haben wir auch noch mit ihm. Also er hat schon noch relativ viele Möglichkeiten, aber ich würde jetzt gerne erst einmal dahin. Ich glaube nämlich, dass da der Heli dann ankommen müsste, wenn wir den kaufen. Wir können ihn ja jetzt schon mal kaufen. Dann haben wir den nämlich dann, wenn wir da ankommen. Und dann holen wir uns ein Flugzeug und fliegen da hoch. Aber erst einmal natürlich ins Internet. Ich habe noch gar nicht... Ich glaube, da müssen wir auf Reisen und Transport. Und dann wahrscheinlich auf Warstock. Alles für den Möchtegern-Soldaten. Warstock, Cage and Carry. Ob sie einen privaten Wachdienst haben, eine paramilitärische Truppe oder eine Rebellenmiliz leiten, ob sie eine heiße Hausfrau sind, ein radikaler Aufständischer, ein ausgerasteter Lotteriegewinner, eine übereifrige Nachbarschaftspatrouille oder einfach nur ein Hobbymilitarist mit einem erschreckend hohen frei verfügbaren Einkommen. Wir haben sie im Visier und können ihnen helfen. Unser benutzerfreundlicher Online-Shop mit seinem Überall-Lieferservice hat uns zum führenden Lieferanten von gepanzerten Fahrzeugen und militärischem Fluggerät im Einzugsgebiet von Los Santos gemacht. Wir stellen nicht allzu viele Fragen und das sollten Sie auch nicht. Lösungen der vierten Generation für die Kriegsführung der vierten Generation. Unser Marketing mag zwar guerillamäßig sein, aber wir verlangen niemals Söldnerpreise. Hier können wir nämlich einen Rhino-Panzer kaufen für 3 Millionen, einen Buzzard-Kampfheli für 2 Millionen und unter anderem auch den Cargo-Bob für 2,2 Millionen. Wir haben ja genug, deswegen kaufen wir uns den jetzt mal. Das ist der fliegende Bus, von dem sie immer geträumt haben. Der Cargo Bob ist ein zweimotoriger Transporthubschrauber mit Tandemrotor, den sie schon in etlichen melodramatischen Luftrettungsszenen in jedem Kriegsfilm gesehen haben. Die maximale Fluggeschwindigkeit beträgt 320 km/h, die normale Reisegeschwindigkeit liegt bei etwa 240 km/h, je nachdem wie viele Kilo Koks oder Kriegsgefangene sie in den Frachtraum gestopft haben. Ja, das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir den mal mit. Nothing like mindless consumerism to fill the void. Ist ja nix, wenn man sieht, wie viel Geld ich habe. So, wir fahren nicht. Obwohl, warte mal. Die Frage wäre ja... Warte mal, da können wir nur den Yachthafen kaufen. Es gab ja auch noch irgendwo Landeplätze für den Heli. Ich meine, man könnte natürlich jetzt einfach... Ja, ich würde sagen, nee, ich würde sagen, wir fahren einfach kurz zum Flughafen, holen uns ein Flugzeug, fliegen hoch Richtung da, wo das, wo der Heli abgeliefert wird und dann wollen wir ja auch direkt da den, das U-Boot wollen wir ja da auch mitnehmen dann. Sollen wir mal hier den Komet mitnehmen? Das ist ein bisschen schneller. Ich sitze leider so ganz nah vorm Fernseher, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich habe hier eine Matratze vorm Fernseher liegen, weil meine Freundin hier geschlafen hat und da wollten wir ein bisschen mehr Platz haben. Mein Bett ist relativ klein und eigentlich nicht so gut für zwei Personen geeignet. Deswegen haben wir hier so eine größere Matratze dann auf dem Boden. Und die liegt da jetzt immer noch. Und dann sitze ich jetzt auf der, aber dadurch sitze ich sehr nah vorm Fernseher. Sieht leider alles etwas verpixelt aus. Habe ich jetzt auch das Richtige markiert? Ich hoffe doch. Ich habe jetzt auch wieder ganz lange kein GTA gespielt. Also GTA schon,
aber eben GTA Online. Da hatte ich ja vor kurzem die Aufnahme von deren... Ja, die ganzen Parts, die da kamen, die sind alle aus dieser einen Aufnahme. Die war 8 Stunden lang. Okay, die Hälfte davon war warten auf Ladezeiten, aber wir haben einfach viel GTA Online gezockt. Ich habe normales GTA, ja, schon wieder bestimmt eine Woche gar nicht gespielt. Und jetzt hatte ich aber einfach wieder Lust, ein bisschen Geld auszugeben und ein bisschen hier was und da was und doch die ganzen Sachen zu machen, die wir uns ja vorgenommen hatten. Also, einfach mal ein bisschen wieder hinsetzen und zocken. Allzu lange kann ich auch nicht zocken, ich muss nämlich bald ins Bett, ich habe morgen wieder Uni, ihr kennt das ja. Aber vielleicht so 2, 3 Parts wollte ich mal machen jetzt, hatte ich Lust drauf einfach. Und man muss sich auch die Zeit nehmen, mal ein bisschen für seine Hobbys. Insofern, wunderbar. Ich weiß gar nicht, Trevor darf glaube ich noch nicht auf den Flugplatz, ne? Weil Michael darf ja jetzt drauf, der hat einen, obwohl war es Franklin oder Michael, ich weiß gar nicht. Mit einem von denen haben wir ja einen Hangar gekauft. Aber ich glaube, Trevor darf nicht. Aber ist auch egal, wir klauen uns nur kurz ein Flugzeug und hauen da ab und dann... Ne, ihr wisst schon. Aber ich glaube nicht, dass er... Warte mal, wir können ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass er hier einen kaufen darf. Nö. Hallo, guten Tag, Sir. Alles gut bei Ihnen. Was los? Was denn los? Zack, habe ich einen Stern. Ich stand ja noch nicht mal, ich war ja noch nicht mal draufgefahren. Nur weil ich nicht weggefahren bin, als er das gesagt hat, direkt einen Stern bekommen. Ist schon krass eigentlich, ne? Naja, egal. Wir fahren hier zu der kleinen Maschine und dann, obwohl, sollen wir gucken, ob die Schwarze da ist? Komm, wir gucken, ob die Schwarze da ist. Learjet. Ah, die ist schon geil, die schwarze Maschine. Können wir uns dann demnächst einmal kaufen? Ja, ist da. Okay. Holen wir uns die. Ich muss auch gar nicht, das Ding kann auch ruhig kaputt gehen. Denn, ja, steig schnell ein, bevor du tot bist. Das Ding kann ruhig auch ein bisschen kaputt gehen. Ich will ja nur, eben bis zum Flugplatz. Das ist nicht so weit. Das müsste eigentlich klappen. Auch wenn die jetzt schon ein bisschen beschädigt wurde, eventuell. Aber die schwarze Maschine ist einfach am coolsten, muss man doch ganz, ganz ehrlich sagen. So, ich vermute mal, die haben mich jetzt so viel getroffen, dass das etwas... Aber vielleicht kommen wir ja bis da oben. Wir wollen dahin. Mal schauen, ob wir da lebendig ankommen. Ah, es ist herrlich, wie leicht man in der Luft die Sterne los wird. Also 3, 4, sogar 5 sind kein Problem, wenn man in der Luft ist. Das ist natürlich der Hammer. Ich finde es halt immer noch, also... einerseits finde ich es manchmal gut, manchmal schlecht, dass die Polizei so viel stärker ist als in den vorigen GTA-Teilen. Ja, die geht ja schon ziemlich hart ran. Du kriegst sehr schnell 2, 3 Sterne und wirst die dann auch sehr schwer nur wieder los. Das finde ich einerseits gut. Andererseits fand ich es schon cool bei San Andreas, dass man dann wirklich... Bei 5 Sternen oder so kamen die schon mit ihren schwarzen Wagen und dann bei 6 wirklich mit Panzern, mit Militär, ich glaube sogar mit Düsenjets. Also das vermisse ich so ein bisschen, dieses komplett Eskalative, wenn man jetzt sagen wir mal 5 oder so. Also es fehlt halt einfach hier die Stufe 6 der Sterne, wo dann Panzer kommen, Rhino-Panzer kommen und wo dann Jets in der Luft sind und so weiter. Das fehlt mir ein bisschen. Nur wenn das dann jetzt bei der Schwierigkeit der Cops, wie sie jetzt momentan ist, wäre, dann wäre es zu krass, dann wären die zu stark. Man müsste dann die... Stärke der Cops generell ein bisschen runtersetzen, dafür noch eine 6. Stufe mit einbauen. Gut, haben sie halt jetzt nicht gemacht. Vermisse ich so ein bisschen, diese höchste Stufe, wo dann wirklich alles eskaliert. So, sollen wir das Ding, sollen wir einfach rausspringen oder sollen wir versuchen, den zu landen? Wir könnten ja natürlich einfach in unseren Hangar stellen. Ich denke mal, das machen wir. Also, Räder raus. Jetzt eine leichte Rechtskurve fliegen und dann mal schauen, ob wir den da auf die Landebahn kriegen. Ich finde es ja schön, dass auch jetzt nach der Story... doch immer noch so viele Lust haben, auch weiter zuzuschauen. Ich meine, im Endeffekt hat sich ja nicht viel geändert. Wir spielen ja weiter lustig GTA und es wird auch weiter lustig und wir haben ja auch nicht nur jetzt Off-Topic-Sachen, das ist ja auch teilweise noch Missionen. Insofern, so langweilig ist es, glaube ich, gar nicht. Also ich finde es schön, dass da auch weiterhin Leute zuschauen und auch Spaß dran haben. Ich mache ja, wie gesagt, auch noch ein bisschen weiter und wenn ihr da weiter zuschaut, umso besser. So, den haben wir gelandet, dann versuchen wir den mal in den Hangar. Da steht natürlich jetzt der Jet. Das ist ja super. Der steht jetzt wieder da. Der war mal eine Zeit lang weg. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz schauen. Ich lasse mal meinen Privatjet da stehen.
Ja, okay. Der Hinweis ist ja ganz nett, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, da einschalte, also man kann da nicht durchwechseln oder sowas, ne? Und da passt auch nicht noch einer hinter, ne? Also ich könnte da jetzt nicht noch den Jet mit reinstellen, oder? Den anderen. Ich meine, man kann es versuchen, aber es wird, denke ich mal, nicht gespeichert. Naja, wir stellen den mal da noch mit rein. Habe ich eigentlich inzwischen mal eine SMS bekommen, von wegen, dass das geliefert wird? Mieteinnahmen. Don Percival von Merryweather. Genug, meine Freunde, wir sind uns nicht begegnet. Achso, das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen. Immobilienmanagement. Habe ich jetzt eine Auftragsbestätigung bekommen? Habe ich das Ding überhaupt... Doch, ich habe das Geld, wurde abgezogen. So, wir versuchen das mal da rein zu rangieren. Ich meine, da steht halt der Jet, ne? Aber man kann das ja noch da so vorstellen, einfach. Vorwärts ist natürlich jetzt nicht so klug. Aber gut. Steht zumindest halb im Hangar. Und wie ist das jetzt mit meinem Heli? Also da steht ja jetzt mein Frogger. Aber man kann doch eigentlich durchswitchen, oder? Nee, nur der Frogger da. Tatsächlich. Kein sonstiger Chopper. Oh, shit, jetzt habe ich reingetreten. Ja, jetzt ist die Frage, wie ist das denn mit meinem Cargo Bob? Den habe ich doch gekauft. Es kam ja nicht mal eine Bestellbestätigung oder irgendwas. Nix. Kein Hinweis. Keine Lieferung. Gar nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich mal kurz schlafen gehen muss oder so, damit es vielleicht dauert, es einfach ein bisschen. Ich meine, das ist ja auch ein... Komm, wir fliegen mal zum Haus, speichern mal. Oder schlafen mal, meine ich. Speichern brauche ich nicht, sondern schlafen. Aber das U-Boot ist noch da. Ich wollte ja sowieso mit ihm noch zum Friseur. Ich will ja diese komischen Haare. Ich hatte dem ja mal eine Glatze gemacht und die scheiß Haare sind einfach nachgewachsen. Das wollte ich ja wieder wegmachen. Aber ich glaube, hier bei dem Friseur geht das gar nicht. Ich glaube, wir müssen dafür zum Luxusfriseur. Am besten zu Bob Mulet. Ach ja, und hier kann ich ja nicht mehr speichern. Stimmt, da wäre ja die alte. Ah. Ist ja schlimm. Dann geht ja hier gar nichts. Wahrscheinlich weder speichern noch Friseur. Wir gucken mal. Aber ich denke weder noch. You looking to get a haircut? Let's see what you like. Nee, hier kann ich gar nicht, lol. Ist ja schlimm. Nee, also das ist es nicht, was ich möchte. Da müssen wir entweder jetzt mal in die Stadt, wir müssen sowieso dann zum Speichern auch in die Stadt. Oder wir wechseln einen Charakter, speichern bei jemand anderem, zum Beispiel bei Michael oder Franklin. Und wechseln dann wieder zurück. Aber es wundert mich, dass ich nicht mal irgendwie eine Bestellbestätigung oder von wegen, wir haben ihre Lieferung empfangen, wird demnächst geliefert oder irgendwie sowas. Also das wundert mich ein bisschen. Ich habe das Geld bezahlt, jetzt möchte ich meine Ware auch haben. Und ich meine, es müsste hier hinkommen. Wo sonst, ne? Und die schreiben ja sonst auch immer eine Nachricht von wegen, hier ist da und so. Nee, nur Frogger. Ja, das ist mysteriös. Ich habe halt noch nie einen gekauft, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aus Erfahrung, wie das so ist. Man könnte natürlich jetzt mal zum Beispiel noch das Minuteman-Ding machen oder zurückfliegen und zum Friseur gehen. Finde ich ein bisschen schade. Sollen wir das Minute... Ja, dann fliegen wir da kurz hin. Da ist da oben ein Friseur. Obwohl, die Friseure da sind wahrscheinlich dieselben. Wir fliegen da mal hin, machen das. Danach ist bestimmt meine Lieferung da. Sollen wir fliegen wir mit dem Heli. Dann kann ich den Jet da stehen lassen. Vielleicht wird er ja gespeichert.
Und unterwegs kriegen wir dann vielleicht die Benachrichtigung. Ich wollte ja sowieso Minuteman auch noch machen. Müssen wir, glaube ich, sogar noch für 100%, weiß ich aber gar nicht. Kann sein, dass das gar nicht nötig ist. Und natürlich auch mit allen drei, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht mit einem von denen oder mit, ob ich das schon gemacht hatte, waffenmäßig komplett alles abzugraden. Also wirklich alle Waffen zu kaufen. Minigun wollten wir auch noch holen. Ich habe noch nie die Minigun benutzt, außer in der einen Mission. Sollen wir mal kurz bei Ammunition anhalten. Ich weiß gar nicht, ob man die klauen muss in der Militärbasis oder ob man die auch kaufen kann. Müssen wir mal schauen jetzt. Bei Ammunition. Ja, warte mal, jetzt... Ja! Cage and Carry, vielen Dank für Ihre Bestellung, Mr. Phillips. Ihr neues Modell Cargo Bob wurde geliefert. Okay, dann gehen wir nur kurz zur Ammunition und fliegen sofort wieder zurück. Dann machen wir Minuteman später. Siehst du, einmal ein bisschen weg da und schon hast es. So, dann gib mir mal bitte eine Schutzweste, das sowieso. Hope you're gonna pay this time, Trevor. You hope what? Forget it. Siehst du mal, jetzt haben wir nämlich da oben noch das... The cheek of it. Maybe I'll pay, maybe I'll... Da haben wir jetzt noch das Sturm-MP. Sehr geile Waffe auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Größeres Magazin. Schalldämpfer. Ich werde öfters gefragt, woher ich die ganzen Farben habe. Tja, Special Edition. Sorry, Trevor. We go way back, you and me. Ja, hört doch jetzt auf zu quatschen, ihr beiden. Also, wir können auch hier die Minigun kaufen. Ein verheerendes, sechsläufiges Maschinengewehr, das ein Rohrbündel nach Gatling-Manier rotiert. Sehr hohe Feuerrate, 2000 bis 6000 Schuss pro Minute. Wenig Schaden, dafür eine sehr hohe Feuerrate. Ja gut, nehmen wir mal mit. Ich habe die Waffen anscheinend aber auch alle schon. Oh, man kann für den nur 20 Schuss mitnehmen. Okay. I hate my life. You know things are bad when Maud turns you down for a date. 20 Raketen sind auch Maximum. Nehmen wir noch das MG mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir haben das Geld. Größeres Magazin, jawohl. Gefechts-MG, da haben wir auch noch genug Munition, größeres Magazin, Griff. Das haben wir noch, okay. Sonst noch irgendwas, was wir noch nicht haben, Kampfgewehr. I've seen you in worse mood, so I'm hopeful that this won't end too nasty. Ich glaube, wir haben aber sonst soweit auch fast alles. Sturm, Schrotflinte, also was es nicht alles gibt. So viele Waffen. Oh, es gibt sogar verschiedene Fallschirme. Rote Rauchspur. Schwarzer Fallschirm. Ja klar, nehmen wir mit. Wir haben das Geld, mein Gott. So, jetzt haben wir hier die Minigun. Die müssen wir gleich mal dann ein bisschen auspacken und testen. Ah ja, speichern. Okay, ja, kannst du machen. So, da haben wir die Minigun. Geiles Ding. Können wir irgendwann mal Terror machen? Natürlich nicht jetzt. Ich will jetzt erstmal meinen Cargo Bob abholen. Zum Friseur gehe ich dann später.